Mordor in Flammen. Auftrag abgeschlossen, 1000 XP. Glückwunsch, du hast die schwarze Hand Saurons besiegt und Sauron zurück in die Ruinen Barad-dûrs getrieben. Doch der Schatten des dunklen Herrschers verbleibt. Halte den Ansturm seiner Armee zurück, indem du weiterhin Hauptmännern Häuptlinge jagst, die verbliebenen ausgestoßenen Mordor rettest, die noch verborgenen Geheimnisse und Sammelstücke findest und die Legenden deiner Waffen vollendest. Oh. Was macht denn der junge Mann dort? Er ist aber blau. Das ist ein normaler Grauk. Boah, hatten wir Glück mit dem Grauk. Ach, guck mal, da hinten liegen jetzt irgendwie noch 30 Milliarden Waffen, die wir auf... Runen natürlich, nicht Waffen. Aber blaue Runen, keine gelben. So, Blutrache ist wieder verfügbar. Das heißt, wir können wieder irgendwen irgendwie massakrieren. Müssten die Orks jetzt nicht alle mega Angst vor uns haben? Ich meine, wir haben die schwarze Hand besiegt. Die Orks müssen doch sagen, oh, Mensch. Die hat alle 5 Krallen gezogen. Irgendetwas an ihm lässt selbst den Menschen und Vergrauen aus dem Kampf fliehen. Was ist das denn? Schleicht hier jemand herum? Jo. Oh, da ist der Waldläufer! Lass den Schrack bluten! Umzingelt ihn! Lass die bluten, den Schrank. So macht man das, wo ich herkomme. Ich sammle jetzt ganz easy die Runen hier auf. Das sind ja keine... sind keine Mega-Runen. Es wird keine weiteren Gefangenen und keine Folter mehr geben. Nur einen schrecklichen und qualvollen. Es wird keine Gefangenen mehr geben, wie was wo. So, ich sammle hier mal ein bisschen ein. Die Karagor futtern uns doch nur das Essen weg. Wenn sie unvorsichtig schöne Runen sind, aber dabei. Hat er gerade Mittagsschmaus gesagt? Welcher Ork benutzt denn da hinten sind Sklaven? Von wegen. Welcher Ork benutzt denn das Wort Schmaus? Oh, welch ein Schmaus! Ein Schmäuselchen. Hallo, ich bin ein Uruk und oh, welch ein Schmäuselchen dies ist. Möchte ich mal überleben? Überleben? Möchte ich mal erleben? Oh. Mensch. Ich wollte mich ja anschleichen, aber der hat einfach einen Augenkneis, da machst du 2 draus. Kommt der hier hinterher gescheißert? Ja. Na komm mal her, mein Kleiner. Ich weiß, ich muss erstmal seine Ferse verletzen. Komm her. Junge. Oben links blöd ist schon wieder. Ja, ja, ist ja gut. Was denn los? Der scheint ein bisschen dumm zu sein. Hallo? Herrlich! Jetzt habe ich 2 Kreaturen zum Aufschlitzen. Grabwandler und seinen Karagor. Grabwandler und seinen Karagor? Ich habe doch gar keinen Karagor. Ich krieg das auf gar keinen Fall hin. So. Oh. Jetzt habe ich Glück gehabt. Das habe ich vergessen, das habe ich vergessen, das habe ich vergessen. Ja. Was willst du denn? So.
Was? So, go, go, go. Running Man. Ho, 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 ho. Geil. Feier ich gerade ein bisschen. Danke. Wofür danke? Nein. Latsch doch nicht über die Leute drüber, Junge. Hey, Freunde! So, erstmal ein Snack. Mann, ich erwische dich nicht zum Essen. Go, 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 go! Die Schnorchelpatrouille. Boah, das macht echt Spaß. Snack, nicht Snack, Snack! Der isst ja nur den Kopf. Dieser Kostverächter. Was passiert eigentlich? Hey, guck mal, das ist eine Rache-Quest. Die nehme ich auch gleich mal an. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn man mit ihm in eine Festung geht. So, viel Spaß! Hey, ich drücke RB, ich kann gar nicht absteigen. Ich kann nicht absteigen. So, lecker, lecker, schmecker, schmecker. So, ich würde gerne absteigen. Ich kann nicht absteigen. Wieso kann ich denn nicht absteigen? Hilfe, ich will absteigen. Ich drücke RB und ich kann nicht absteigen. Kann ich euch Feuer rennen? Mal gucken, was passiert. Oh, das waren ja meine Leute. Entschuldigung, Jungs. Ich kann echt nicht absteigen. Was? Jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du. Der Sänger, wie geil ist das denn? Hey! So, wo bin ich denn? Hä? Ich glaube, ich habe einen Bug. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Deswegen konnte ich wohl nicht absteigen. Ablenken. Ich kann nichts machen gerade. Ich wollte die Rache machen, aber irgendwie kann ich... Alter, ist das alles Rache? Locke... Ach, Meuchelmord. Locke Pushgrim Adlerauge hervor. Starkuga Bluthand. Das sind jetzt Meuchelmorde überall. Ja, Schnellreise kann ich natürlich auch gerade nicht machen. Schnellreise momentan nicht verfügbar, weil... Das ist ja ein bisschen doof jetzt.
So, da kommt jetzt unsere Armee rein. Das Problem ist nur, ich kann, auch wenn die Armee gewinnt, was nicht passieren wird. Ich muss laden. Ich kann nichts machen gerade. Beenden. Ja, ich muss leider beenden. Ja, siehst du mal. So kann's kommen. Ich spiele jetzt einfach mal weiter. Ich wechsle mal den Skin. Die Macht des Schattens. So, Story-Modus fortsetzen. 94% haben wir bis jetzt durchgespielt. Die letzten 6%, die verbleibenden 6% sind halt die paar Kräuterlis, die wir noch sammeln müssen. Wer will denn so aussehen mit diesen komischen Augen? Wer will denn das? Schau mal vor, so sitzt dein Vater morgens am Frühstückstisch. Auch noch mit dem begeisterten Gesichtsausdruck wie der junge Mann hier gerade. Ja, nee. Ladebildschirm. So. Wir haben also eine Menge Meuchelmorde. Besiege Aschgarn der Zerschmetterer um. Ach, das ist das vom DLC, um eine besondere Belohnung zu erhalten. Komm, dann machen wir das DLC auch gerade mal. Die Story haben wir durch. Ein paar Kleinigkeiten können wir noch machen. So, jetzt sehen wir so aus. Hallo. Eigentlich dürften die uns ja nicht so viel tun. Denn wir sind ja jetzt quasi Herr Schwarze Hand. Und dann müssten die Orks sagen, hey, na? Ich bin dir sehr unterwürfig. So, da unten ist wieder die Hölle los. Ich laufe da einfach mal vorbei. Ist mir gerade egal. Hier oben haben wir einen Wachposten. Ich sehe es selber. Hallo? Und die Sonne scheint. Man glaubt es gar nicht. So, Konfrontation. Besiege Aschgarn der Zerschmetterer, um eine besondere Belohnung zu erhalten. Und das werden wir natürlich mal probieren. Wie sieht der denn aus? Ach du Heilige. Okay, Elite-Hauptmann macht 8. Das ist... Ist das der vom DLC für die besondere Belohnung? Macht 8? Ist das... Das kann ich gar nicht glauben. Macht 8 ist... Hallo Aschgarn! Aschgarn hält seinen Arsch warm. Ah, war klar. Hey! Ich bin nicht allein, du Idiot! Sag Hallo zu meinen Freunden! Die sind alle tot. Und nochmal der Herr. Kann ich nicht? Gut, aber vielleicht kann ich dich brandmarken. Ach, na gut. Hey, der ist ja wieder fit. Na. Sag Hallo zu deinen Freunden. Ach, der war schon auf meiner Seite. Na, da habe ich den aus Versehen. Na, in meiner Rage. So, Stimme der Macht. Hey, Kollege. Hey, Kollege. Es ist zu kalt. Es ist zu nass. Es ist zu dunkel. Worüber beschwerst du dich? Ich beschwere mich doch gar nicht. Ich mache hier nur mein Ding, Junge. Greife Hura, der verloren... Hura? Hura! Auf seinem Festmahl an, um Saurons Armee zu schwächen. Das kriegen wir bestimmt hin. Wir könnten jetzt theoretisch als eigene Aufgabe versuchen, das ganze Schachbrett zu übernehmen. Hey, Kollegen! Ich dachte, da kann ich jetzt auch rüberhüppen. Hurra! Wo kriege ich denn eine Dingensmatrone her? Eine Ghoul-Matrone. Wo ist denn... Hä, wo ist das? Ach da, habe ich gar nicht gesehen. Bin ich dran vorbeigelaufen. Habe ich das ignoriert? Festmahl. So, das kennen wir schon. Macht 7, der wird sehr schwer werden. Ich glaube, ich brandmarke mir die einfach mal alle zurecht. Kannst du glauben, dass du das Knaben entkommen ließ? Jetzt ist es an der Zeit, den Wanst mit Grog zu füllen.
scheiße, voll verzogen. Den kriegen wir nicht, der ist hinter der Wand. Eine Leiche. Festmahl gelöst. So schnell kann's gehen. Gebrandmarkt. So, hurra, wurde von der Geist, macht der Geist gebrandmarkt. Was? Los, los. Genau wie der tote Uruk. So, Freundchen. Jetzt leidest du. Erstmal den, dann den. Wir befehligen den jungen Mann. Der wollte ja gerade kontra gehen, wie es aussieht. Ach, wir können ihn befördern. Da oben ist einer tot. Ach, Boost die Ratte. Wir sind ja wieder hier. Stimmt ja. Dann hätten wir quasi unseren eigenen. Hurra, der Verleugner. Komm. Beförderung. Neuer Machtkampf geschaffen. So, dafür musst du einmal die Jagd überleben. Was? Ich hab dich nicht verstanden. Schau mal hier. So, den haben wir. Mal gucken. Was haben wir denn noch Schönes auf der Karte? Da haben wir noch Meuchelmord. Locke, Puschkrimp, Adlerauge hervor. Sind das jetzt die ganzen... Sind das jetzt die Häuptlinge hier oder was? Puschkrimp, Adlerauge. Ich schau mal ganz kurz. Saurons Armee. Shaka, der Beißer. Lutern, der Träumer. Puschkrimp, Adlerauge. Macht 10. Hat hier sogar noch einen Kumpel. Olrok Sabberlippe, haben wir den nicht beherrscht? Der sieht sehr unbeherrscht aus, der junge Mann. Ich könnte schwören, den hatten wir schon. Oder verwechsel ich den gerade? Und er gehört nur zu deren, der Sabberlippes, sozusagen. Habe ich noch den Witz gemacht, Jürgen von der Sabberlippe. Stelle sicher, dass die Jagd erfolgreich verläuft. Okay, Schnellreise. Machen wir mal ganz kurz hier. Dann postieren wir uns einen neuen Häuptling. Ich weiß jetzt übrigens auch nicht, ehrlich gesagt. Die Story ist vorbei, die Credits sind vorbei. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange wir das spielen. Wieso gehe ich jetzt in die Richtung? Ich bin so doof. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange wir jetzt noch spielen und was wir jetzt noch alles machen. Ich glaube, das wird aber nicht... Ja, das wird nicht mehr allzu lange sein. Wenn jemand eine erfolgreiche Jagd veranstaltet, werden wir hier allesamt verhungern. Du bist erbärmlich. Wo ist denn... Boah, Alter, der Typ ist so hässlich. Ich mag den gar nicht mehr ansehen. Ah, hier oben. Jagd. So, lalalala. Überfalle die Uruks auf der Jagd und unterstütze deine Gefolgsleute bei diesem Auftrag. Okay. Dann schauen wir doch mal, dass wir unseren Mann an die Spitze setzen. Ach, das ist ja easy. Endlich etwas Dickhäutiges zum Töten. Wie deine Mutter. Was heißt Impuls? So. Haskaragor hat aber schon gewonnen. Macht angestiegen. Sehr gut. Ja. Aha. Zu deiner Verfügung, jetzt verfügbar. So, den haben wir. Was ist das hier oben? Fordere Ugakuga der Träume heraus, indem du dir keinen Schaden zufügen lässt. Indem du dir keinen Schaden zufügen lässt? Besiege die Leibwächer. Hä? Wie soll ich mir denn keinen Schaden zufügen lassen? Echte Jagd! Na, da bin ich mal gespannt. Aha, Ugakuga, der Träumer. Zeige, dass uns keine Waffe treffen kann. Wie kann ein verdammter Tag so viele von uns töten? Ohne auch nur einen Kratzer davon zu tragen.